Ich dachte echt, Solana sehen wir nie mehr. Ich habe es auch gedacht, deswegen habe ich Solana auch nicht bei 8 Dollar gekauft. Also ich habe wirklich gedacht, der kommt nicht mehr hoch. Ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Video 2022 oder so hier gesagt. Also da war es ja erst noch richtig, dass wir den geschortet haben. Wir haben gesagt, ja, der wird noch weiter abstürzen. Das war ja dann schon mal richtig. Aber ich habe wirklich auch gedacht, da ist Feierabend. Ich habe nicht gedacht, dass der nochmal so krass zurückkommt. Ja, dementsprechend, ich habe ihn einmal getradet, habe ihn aber auch hier leider schon wieder dicht gemacht gehabt. Aber ja, ich habe ihn nicht so eingeschätzt, muss ich leider auch gestehen. Ich habe Gott sei Dank glücklicherweise noch ein paar Solana im Portfolio entdeckt gehabt über die Steppen Wallet, weil ich das ja immer genutzt hatte. Und ich habe die immer in Solana getauscht gehabt und die letztendlich da mit der Phantom Wallet verknüpft gehabt. Und die, da waren tatsächlich noch 6,5 Stück drin, die hatte ich vergessen. Das ist halt auch ein ganz schöner Wert, waren zwischenzeitlich so 1200 Dollar. Immerhin. Ja, aber ansonsten habe ich auch die Rallye hier komplett verpasst. Zum zweiten Mal wohlgemerkt. Ne? Also verrückt. Hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Den habe ich massivst unterschätzt. Aber gut, man kann nicht überall dabei sein. Ne? Ich habe dafür mit Rio, mit Tao, mit Render und so weiter sehr, sehr gute Renditen gefahren. Also wäre letztendlich ja nur eine Geldumverteilung gewesen, ob das Geld, was ich jetzt, was weiß ich, in Rio und Solana gesteckt hätte oder in Rio oder in Tao gesteckt hätte, dann wäre es in Solana geflossen, wäre eine ähnliche Rendite gewesen. Aber klar, es ist immer ärgerlich, wenn man solche Raketen sieht, dass man dann selber nicht dabei ist. Sichere dir einen 10 $ Cashback-Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich dein Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Denkst du AI nach wie vor das Narrativ, diesen Run? Ja, ich denke schon, aber Low Caps werden es jetzt schwieriger haben. Also vorher war es ja natürlich extrem hype getrieben, AI, gerade so mit GRT, Ocean Fetch und so und dann ja auch noch Tao, was ja alles völlig durch die Decke gegangen ist, aber dementsprechend, die Leute haben sich auch so ein bisschen satt gegessen an AI-Coins. Ne? Also ich denke, jetzt wird sich eher, kommt jetzt die Phase, wo sich herauskristallisieren wird, die und die werden es machen und die anderen halt eben nicht. Sprich, vor einem guten Jahr, Anfang 23, war es ja wirklich so, jedes Projekt, was sich AI in den Namen geschrieben hat, das, ob Memecoin oder nicht, das ist ja einfach völlig durch die Decke gegangen. Und ich glaube, dieser Zug ist, der ist jetzt so ein bisschen durch. Und ja, deswegen neue Low Caps aus dem Bereich, die werden es wahrscheinlich schwer haben aufzusteigen, weil ja, das auch schon so ein bisschen satt gegessen ist. Aber grundsätzlich glaube ich immer noch, dass die Projekte eben wie Fetch, wie Tao, dass die trotzdem weiterhin noch richtig krass performen werden. Und das auch so die sind, die sich im AI-Bereich durchsetzen werden. 99% der AI-Coins, die werden auch wieder verschwinden.